Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Der 31. Spieltag steht an, tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben mal wieder eine Konferenz dabei, also viel Spaß dabei. Wenn ihr keine Lust auf die Konferenz habt, dann seht ihr hier die Timelinks zu den jeweiligen Zusammenfassungen, wie ihr die Konferenz überspringen könnt und so weiter. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es euch später gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich freuen. Wie immer, jetzt geht's aber los, erstmal mit dem Freitagsspiel Hoffenheim gegen Leipzig. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Die TSG 1899 Hoffenheim versucht sich immer noch für die Europa League zu qualifizieren. Leipzig will unbedingt die Champions League Qualifikation klar machen. Hier am Freitagabend war es der bessere Beginn für Leipzig. Erst Schick an den Pfosten. Angelino macht es nochmal für Kevin Campbell scharf. Der bleibt am Ball. Kevin Campbell legt rüber zu Timo Werner. Starke Parade von Baumann. Keine Viertelstunde gespielt. Und das 1:0 für die Gäste war hier mittlerweile eigentlich überfällig. Hoffenheim fand hier nicht rein in diesen Abend. Zu schwankend die Leistung in dieser Saison. Der Schreuder-Elf. Angelino mit der Flanke. Akpoguma in den Rückraum. Adams, Schick, Adams. Und wieder Baumann. Der beste Mann auf dem Feld muss gegen diesen starken Abschluss erneut eingreifen und klärt ihn zum Eckball. Was die Sinsheimer spielten, konnte einem aus Gastgebersicht nicht wirklich gefallen. Leipzig auch überragend drauf, nur der Treffer fehlte. Schick raus zu Olmo. Der versucht es dann mit aller Gewalt in der zweiten Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs. Doch der Winkel ist etwas zu spitz und Baumann an diesem Abend einfach zu gut drauf. 0:0 hieß es dann erstmal zur Pause. Unterhaltsame Partie, aber eigentlich nur, weil RB Leipzig hier gut ablieferte. Hoffenheim doch arg enttäuschend. Der zweite Durchgang brauchte über eine Viertelstunde, um dann die erste Möglichkeit für uns bereit zu halten. Die hatte es dann aber wiederum in sich. 63. Timo Werner legt sich den Ball selber hoch, schließt dann aus der Drehung ab. Havard Nordveit sieht in der Szene auch nicht gut aus. Und man kann sich nur wiederholen, Oliver Baumann ist der Einzige, der hier wirklich auf dem Feld stand. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite. Kopfball von Willi Orban und der geht haarscharf vorbei. Am Ende sieht es dann deutlich aus, aber wir sehen es, da fehlt im Ansatz ganz, ganz wenig und der senkt sich hinten rein. Leipzig würde gerne abliefern und die Konkurrenz im Kampf um die Champions League unter Druck setzen. Dazu bräuchte es aber auch einen Sieg. 75. Minute vielleicht jetzt mal die Sinsheimer. Christoph Baumgartner, vielleicht der Beste in dieser Saison bei Hoffenheim. Und es gab dann auch eine Möglichkeit. Am ersten Pfosten ist es dann die Riesenmöglichkeit für Munas Dabur. Aber es blieb beim 0:0. Für Leipzig enttäuschend. Es wäre aufgrund der Chancen viel mehr möglich gewesen. Hoffenheim kann mit diesem 0:0 sicher besser leben. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am Samstagnachmittag in der Bundesliga. Die erste Station ist hier in Düsseldorf. Das ist Tabellenplatz 16 gegen Tabellenplatz 2. Dortmund kann heute einen riesigen Schritt machen im Kampf um die Champions League. Man möchte jetzt natürlich auch Zweiter mindestens werden. Für Fortuna Düsseldorf geht es darum, Bremen auf Abstand zu halten und vielleicht Tabellenplatz 15 nochmal anzuvisieren. Das sind hier die ersten Eindrücke aus Düsseldorf und dann schauen wir mal in der Hauptstadt vorbei. Blicken direkt auf die Startaufstellung der Hertha und Lazar Samardzic über die linke Außenbahn heute von Beginn an dabei. Dilrosun musste ja am vergangenen Spieltag gegen die Borussia aus Dortmund ausgewechselt werden. Wir blicken auch noch auf die Frankfurter, die enttäuschten ja
zuletzt gegen den ersten FSV Mainz 05, wodurch man immer noch irgendwie im Abstiegskampf dabei ist. Ebenfalls dabei Köln und Union. Ab nach Köln. Für Köln ist es aber auch nur noch eine theoretische Gefahr. 7 Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das müsste nach menschlichem Ermessen reichen, aber Union Berlin kann eben mit einem Sieg an den Kölnern zumindest punktetechnisch gleichziehen, nicht vorbeiziehen, aber gleichziehen. Und diese Möglichkeit möchten die Unioner ergreifen. Wir schauen nochmal eine Station weiter. Und landen beim Abstiegsgipfel. Tabellenplatz 18 gegen Tabellenplatz 17. Es kann heute tatsächlich für den SC Paderborn schon vorbei sein. Dazu müsste Düsseldorf gewinnen und der SC Paderborn eben verlieren oder unentschieden spielen. Das ist die Ausgangslage. Der SV Werder Bremen muss auch unbedingt gewinnen. Und wir schauen jetzt noch zur letzten Station. Die trägt sich in Wolfsburg zu. Der VfL Wolfsburg hat die Breisgauer zu Gast. Der SC Freiburg sicherte sich die 41 Punkte durch das 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Ist also auch gesichert. Hat jetzt 4 Punkte Rückstand auf Platz 6 und 2 auf Platz 7. Also vielleicht geht auch sogar in diese Richtung noch was. Der VfL ist aber Favorit und wird hier auch gerne gewinnen wollen. Wir starten die Konferenz aber in der Hauptstadt. Ja, es ist kaum zu glauben, aber die Hertha beginnt mal eine Samstagskonferenz. Sie sind früh draußen gewesen und können dann hier auch die Konferenz eröffnen. Die Hertha in den blau-weißen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Diese Farbenlehre gehört dazu und Frankfurt in Gold von rechts nach links erobert hier in Person von André Silva den Ball und es war wirklich enttäuschend, was Frankfurt gegen Mainz ablieferte. Wenn es nicht mehr hundertprozentig drauf ankommt, dann ist die Eintracht momentan in dieser Saison einfach nicht da. Die Hertha verlor unter Labbadia das erste Mal letzte Woche gegen Dortmund. Die erste Möglichkeit hier, Rune Jahrstein aber mit der Parade. Das ist mal ein vielversprechender Anfang von Frankfurt und es geht weiter. Djibril Sow. 7. Minute mit dem Abschluss. Tor in Wolfsburg. Und wir schauen nochmal drauf. Dann der erste Treffer in der Konferenz. Ab nach Wolfsburg. Die Wölfe führen ganz früh in der Partie. 6. Spielminute. Xaver Schlager mit dem 1:0 für den VfL Wolfsburg. Alexander Schwolo ist bedient, stemmt die Hände in die Hüfte. Schlager kommt da frei zum Abschluss. Und macht aus der ersten Tormöglichkeit den ersten Treffer. Schwolo ist sogar fast noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Und der SC Freiburg muss damit erstmal jetzt zurechtkommen. Mit Rückständen gehen sie nicht sonderlich gut um. Wenn sie führen, die Breisgauer, ist alles gut. Aber ein Rückstand wirft sie zwar nicht komplett um, aber macht die Aufgabe hier in der Volkswagen Arena nicht unbedingt kleiner. Also, wir haben den ersten Treffer in der Konferenz gesehen. Wolfsburg springt damit auf 48 Punkte. Tor in Paderborn. Und jetzt haben wir einen entscheidenden Treffer im Abstiegskampf. Ab nach Paderborn. Die Gastgeber führen. Der SC Paderborn erlebt noch. Sven Michel mit dem 1:0. Wird hier schön freigespielt von Jasula, der Rekordmann, was die gelben Karten angeht. Heute kann er an Heito vorbeiziehen. Aber viel wichtiger ist, dass er diesen Treffer hier auflegt. Sven Michel im Hinspiel gegen Bremen in der 90. Minute das 1:0 erzielt, das erst nach Videoassistentkontrolle gegeben wurde. Und jetzt ist er hier möglicherweise ganz früh in der Partie dafür ausschlaggebend, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Und der SV Werder Bremen, wenn wir eben bei Freiburg davon gesprochen haben, mit Rückständen schwer umzugehen, dann ist das für den SV Werder Bremen
mindestens gleichwertig gemeint, vielleicht sogar noch multipliziert. Sie haben genug Zeit, das Ganze hier zu drehen, aber das wird jetzt unfassbar schwer. Zuletzt zwei Pleiten in Folge gegen Frankfurt zu Hause und gegen Wolfsburg, aber auswärts sind die Bremer vielleicht etwas besser drauf. Wir schauen noch auf diese Szene, würden dann gleich eine Station weitergehen. Rumpf heute neu dabei. Ja, wir wechseln die Station. Landen bei der Fortuna aus Düsseldorf und die dürften den Rückstand von Bremen erstmal sehr gerne und fröhlich in Kauf nehmen. Man kann nicht damit rechnen, heute gegen Borussia Dortmund einen Dreier einzusammeln. Gegen Hoffenheim war man lange Zeit in Überzahl. Über 80 Minuten. Am Ende war es nur ein mickriges 2:2. Doch der BVB ist hier auch schon mal unter die Räder gekommen, mehr oder weniger. Zumindest haben sie hier verloren. Noch unter Friedhelm Funkel in der ersten Erstligasaison von Düsseldorf. Aber jetzt kommt hier gerade mal der BVB. Wir haben die erste Möglichkeit gesehen und wir wollen die Schlagzahl etwas erhöhen und verlassen deswegen diesen Spielort. Und springen gar nicht so weit, nämlich ins Rhein-Energie-Stadion nach Köln. Der erste FC Union Berlin hier mal über die linke Seite mit einem der wenigen Angriffs. Situation Prömel, der Kopfball ist dann aber zu harmlos. Prömel neu reingekommen in die Startelf, weil Robert Andrich, der Torschütze vom Spiel gegen den FC Schalke 04, mit der 10. gelben Karte gesperrt fehlt. Aber Union setzt sich vorne fest. Wieder Prömel zu Marius Bülter, Prömel zu Uja, auch mal bei Köln gewesen. Prömel, quergelegt zu Gentner und da ist das Tor für die Gäste. 24. Minute. Union Berlin führt mit 1:0 im Rhein-Energie-Stadion. Nackenschlag für Köln. Gut freigespielt. Gentner kommt dann aus der Tiefe. Ist dann relativ frei aus 16 Metern. Schließt er ab. Zum Führungstreffer für Union Berlin. Und das ist nicht mal unbedingt unverdient. Also, wir haben hier den ersten Treffer gesehen. Wollen weitere Tore sehen auf den anderen Plätzen. Vielleicht ja hier in Berlin und Frankfurt war das ein oder andere Mal schon relativ dicht dran am Torerfolg. Das ist eine sehr gute Vorstellung der Frankfurter, die sich scheinbar wieder gefangen haben. Und die Hertha tritt nicht so gut auf. Kennen wir anders unter Bruno Labbadia. Frankfurt macht's aber auch gut. André Silva raus zu Philipp Kostic. Der konnte sich ja im Pokal ausruhen, fehlte dort ja rot gesperrt. Die Flanke hier eher mittelmäßig. Timmy Schändler hält den Ball aber im Spiel. Gacinovic, Schändler, Szene dann geklärt. Freistoß für die Hertha. Knappe halbe Stunde gespielt. Hier in der Konferenz in Berlin steht es noch 0:0. Damit kann die Hertha momentan besser leben, weil sie eben schon ein ums andere Mal unter Druck gerieten, da in der Defensive. Für Frankfurt ist es auch in Ordnung, aber sie haben die Möglichkeit, heute mit einem Sieg einen entscheidenden Schritt für den Klassenerhalt zu machen. Dieser Ball hier auf Philipp Kostic eindeutig zu weit. Also, das ist es erstmal hier aus der Hauptstadt gewesen. Wir blicken ein Stadion weiter. Sind wieder in Wolfsburg. Der VfL führt durch das frühe Tor von Schlager nach wie vor mit 1:0. Freiburg kämpft sich hier ran. Die ein oder andere Möglichkeit hat sich auch ergeben, aber es fehlt noch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit vorm Kasten. Petersen aber auch eben nur wieder auf der Bank, kann dann später eventuell wieder als Joker glänzen. Jetzt kommt aber der VfL, Günther aber gegen Joao Victor mit dem Spielglück auf seiner Seite. Guter Ball auf Vincenzo Grifo, der hat ja jetzt viel Platz. Mbabu kommt hinterher, der ist auch nicht langsam. Zurückgelegt zu Höfler. Das war mal eine dicke Chance. Tor in Düsseldorf. Schauen wir nochmal drauf. Das muss der Ausgleich sein. Und jetzt schauen wir zum Treffer nach Düsseldorf. Durchatmen
in Paderborn. Für den SCP und für den SV Werder Bremen. Denn Düsseldorf liegt zurück. Borussia Dortmund geht hochverdient in Führung. Thomas Delaney liegt auf. Jadon Sancho ist da, startet ein und überwindet Carsten Meier, der aus kurzer Distanz da nicht mehr rankommt. Kahn Ayhan ist zwar dran an Sancho, aber kann den Abschluss nicht mehr verhindern. 35. Spielminute. Die Gäste führen mit 1:0, haben jetzt momentan 66 Punkte auf dem Konto. Und das müsste dann quasi die Vorentscheidung sein. Darum, wer sich neben Bayern als erstes, als weiteres Team für die Champions League qualifiziert. Aber es ist hier noch ein langer Weg zu gehen. Ich hatte es angesprochen, Düsseldorf hat den BVB vor gar nicht allzu langer Zeit hier schon schlagen können. Momentan sieht aber alles danach aus, als würde Dortmund hier eher am 2:0 dran sein als Düsseldorf am Ausgleich. Deswegen bleiben wir in dieser Szene auch nochmal drin und schauen, ob der nächste Treffer fällt. Ansonsten würden wir gleich nochmal vor der Pause eine Station weitergehen. Guerrero verliert aber den Ball. Jo, dann gehen wir nochmal weiter. Und sind in Paderborn. Die Paderborner stand jetzt tatsächlich nur noch 5 Punkte hinter Platz 16. Und es sind noch 9 zu vergeben. Also unmöglich ist es nicht, in Anbetracht der Lage, dass Düsseldorf auch noch ran muss gegen Leipzig, ist hier für den SC Paderborn der Weltuntergang zumindest noch nicht geschehen. Aber sie müssen hier natürlich gewinnen. Und Werder Bremen kommt mehr und mehr ins Spiel. Der SC Paderborn zieht sich doch weit zurück. Jetzt haben sie vielleicht das erste Mal in der Saison wirklich etwas zu verlieren. Klaassen rechts raus zu Gebre Selassie, aber das ist so ungenau. Sebastian Vasiliades passt auf und klärt diesen Ball. Die Pause wird gleich anbrechen, zumindest erstmal die Nachspielzeit, dann im Anschluss die Pause. Und der SV Werder Bremen muss sich einen guten Plan für Durchgang 2 überlegen. Ansonsten ist ein 1:0 heute einfach auch moralisch wirklich vielleicht schon das Letzte. Aber wir wollen nochmal weitergehen. Zingerle hält. So, und wir sind nochmal in Köln. Für beide Teams ja auch interessant, was da in Düsseldorf und in Paderborn passiert. Momentan können sie mit diesen Resultaten leben. Vielleicht ist es für beide Teams sogar wichtiger, dass Paderborn führt als der SV Werder Bremen, weil der SC Paderborn für diese beiden Teams hier tatsächlich eigentlich keine Konkurrenz mehr darstellt. Union Berlin führt zur Pause mit 1:0 und auf den anderen Plätzen ist ebenfalls Halbzeit. Dann wollen wir in der Pause einmal kurz auf die Resultate schauen und wir sind gespannt, ob hier in Köln nochmal der Gastgeber zurückschlagen kann. Gentner bislang der Torschütze des Tages, in der 24. Minute hat das gemacht. Also, jetzt kurz in die Pause, in 15 Minuten geht's weiter. Jo, der VfL Wolfsburg führt zur Pause mit 1:0 gegen Freiburg. Dortmund führt 1:0 in Düsseldorf. Hertha und Frankfurt steht noch 0:0. Köln liegt 0:1 gegen Union Berlin zurück. Und Paderborn führt 1:0 gegen Bremen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten geht's jetzt weiter mit der zweiten Hälfte. Viel Spaß! Wir sind zurück und beginnen wie die erste Hälfte auch die zweite in Berlin. Und die Berliner müssen sich jetzt steigern. Ansonsten ist das Tor für die Frankfurter nur noch eine Frage der Zeit. Aber Pekarik direkt mal mit einem wichtigen Ballgewinn. Und es kann jetzt schnell gehen. Lazar Samardzic macht einen bislang unauffälligen Auftritt, aber allgemein die Offensive bei der Hertha noch nicht wirklich in Szene getreten. Das ist bislang eher enttäuschend, was die Elf von Bruno Labbadia da abliefert. Man steht ganz sicher im Tabellenmittelfeld. Rechnerisch ist man 10 Punkte, momentan sogar 11 Punkte vor Platz 16. Und ja, das würde zum Klassenerhalt reichen, natürlich. Keine Frage, für Frankfurt geht es aber nochmal darum, hier alle Restzweifel zu beseitigen. Und man merkt, dass die Frankfurter hier doch etwas motivierter an die Sache rangehen. Das 0:2 gegen Mainz
Ich hatte es angesprochen im ersten Durchgang. Das war extrem schmerzhaft. Das war auch ein schwacher Auftritt. Und da hat die Diva vom Main jetzt wieder Tor in Paderborn etwas gut zu machen. Und jetzt schauen wir den Treffer in Paderborn an. Entscheidend im Abstiegskampf. Der SV Werder Bremen gleicht aus und es ist Nick Woltemade. Er könnte sich keinen besseren Zeitpunkt für sein erstes Bundesliga-Tor aussuchen als jetzt in diesem Moment. Vorbei an Zingerle. Rechts unten passt der Ball rein. 54. Spielminute. Der SV Werder Bremen schlägt zurück. Wie wird der SC Paderborn da jetzt drauf reagieren? Sie müssen ja hier eigentlich gewinnen. Das hier verschiebt die Tor in Wolfsburg. Lage im Abstiegskampf erheblich. Und jetzt schauen wir nach Wolfsburg. Das 2:0 für die Wölfe. Wout Weghorst ist in der 55. Spielminute der goldene Torschütze. Seine kleine schwarze Serie vom 24. Spieltag ist schon gegen den SV Werder Bremen am letzten Sonntag gerissen und jetzt legt er einen drauf. Schwolo sieht nicht wirklich glücklich aus, wenn wir das hier aus der Hintertorperspektive betrachten. Aber es ändert nichts daran, dass der VfL Wolfsburg hier mit 2:0 führt. Der SC Freiburg hatte durchaus Möglichkeiten, um auszugleichen. Bei einer Chance waren wir live dabei. Im ersten Abschnitt, das hätte der Treffer sein müssen, aber die Freiburger haben es verpasst und rennen jetzt einem 2-Tore-Rückstand hinterher. Der VfL Wolfsburg kann jetzt noch kompakter stehen und über den Kampf hier das Ganze Tor in regeln. Düsseldorf. Und jetzt schauen wir nach Düsseldorf. Der Ausgleich oder das 2:0 für den BVB? Ah, weder noch, es handelt sich wohl um einen Abseitstreffer, ja, und das sah hier gerade schon relativ deutlich aus, ansonsten wäre Sancho der Torschütze, aber wir sehen hier klar, Abseitssituation, Hazard mit dem Pass etwas zu früh eingelaufen von Hakimi, dann ist es zwar stark gespielt und Sancho drückt den Ball nur noch über die Linie, aber alles richtig entschieden, der Treffer zählt zu Recht nicht, aber das 2:0 liegt hier trotzdem in der Luft. Das ist von Fortuna Düsseldorf zu wenig. Sie sind hier spielerisch einfach limitiert. Das merkt man. Und der BVB hat richtig Bock, hier noch weiter guten Fußball zu spielen. Und das tun sie auch. Hazard ansehnlich mit der Hacke. Zu leichtsinnig dürfen sie natürlich auch nicht werden. Aber das sieht momentan alles gut aus. Julian Brandt kommt gegen Kahn Eihan nicht durch. Bleibt trotzdem im Ballbesitz. Und das ist sinnbildlich. Jetzt aber mal vielleicht eine schnelle Umschaltsituation. Karaman, aber Emre Can fängt den Ball ab. Hummels ist ja zurückgekehrt nach seiner Gelbsperre. Wieder mit dabei, auch ganz wichtig für die defensive Kompaktheit und für den Spielaufbau. Axel Witzel und so schnell kann es dann wieder in die andere Richtung umschlagen. Hier steht es noch nicht 2:0. Düsseldorf muss jetzt was liefern und wir schauen eine Station weiter. Wir sind in Köln, wo die Geißböcke jetzt richtig Druck machen. Kainz zu John Córdoba, der kann sich da drehen und zuschlagen. 64. Das 1:1 und das ist hochverdient in dieser Situation. Das geht etwas zu einfach. Córdoba hat da viel zu viel Platz, kann sich da drehen, wie er möchte. Und dann wuchtet er aus kurzer Distanz auf die Hütte von Rafa Gekiewicz. Schlotterbeck ist zu weit weg, aber da stimmte in der Mitte die Absprache einfach nicht. Tor in Düsseldorf. Córdoba darf man da nicht so frei stehen lassen. Und jetzt der Treffer in Düsseldorf. Zählt er denn diesmal? Er zählt. Es ist ein fantastisches Tor und es ist das 2:0 für den BVB. Hazard mit der Ecke und dann halten sie sich fest. Julian Brandt steht da an der 16er Kante relativ frei und trifft den perfekt mit einem Volley. Nicht zu halten für Kastmeier. Also hier steht 2:0. Das ist in der 64. Minute möglicherweise schon die Entscheidung. Wir gehen dahin, wo es etwas knapper ist.
Ja, etwas knapper ist es gut. Es ist komplett knapp. Wir haben noch keine Tore hier in der Hauptstadt gesehen. Die Hertha wird stärker. Frankfurt bekommt Platz zum Kontern über Philipp Kostic mit weiten Schritten über die linke Seite. Die Flanke etwas zu weit gezogen. Und Torunariga räumt auf. Es ist ausgeglichener mittlerweile. Im zweiten Durchgang schleichen sich mehr und mehr Konzentrationsfehler ein. Christoph Piontek ist am Ball. Die Mitte muss irgendwann zugemacht werden. Jetzt wurde sie zugemacht. Darida. Gojic. Sjelbred. Lazarsamacic. Da ist das Tor. 71. Minute. Was ist denn jetzt los? Der junge Spund. Er trägt die Nummer 40. Und erzielt jetzt sein erstes Tor in der Fußball-Bundesliga. Das 1:0 für die Hertha. Frankfurt nicht auf der Höhe in dieser Szene. Das hätte früher unterbunden werden müssen. Und jetzt läuft Frankfurt diesem Rückstand hinterher. Wir melden uns, wenn hier was passiert. Die Hertha führt mit 1:0. Also, eine Station weiter. Wir sind in Paderborn. Kopfballmöglichkeit gerade nicht wirklich gefährlich. Pavlenka hat keine Probleme und es geht wieder in die andere Richtung. Der SV Werder Bremen will hier unbedingt gewinnen. Es ausnutzen, dass Düsseldorf gegen Dortmund wohl allem Anschein nach verlieren wird. Nick Woltemade verliert aber den Ball an Rumpf. Der klärt den Ball erstmal noch. Es kann hier wirklich in beide Richtungen umschlagen. Es ist mitunter dramatisch. Und faszinierend, wie sich zwei Mannschaften hier am 31. Spieltag gegen den Abstieg stemmen wollen. Davy Selke Tor in zu Köln. Klaassen. Wir schauen noch mal drauf und geben dann gleich nach Köln. Klaassen, was für eine Chance! Und der Ball ist nicht im Tor. Wir schauen noch mal drauf und dann schnell nach Köln. Die Partie ist gedreht. Anthony Modest mit dem 2:1 für den ersten FC Köln. Auch das ist verdient. Wie schon das 1:1. Union Berlin kommt nicht mehr hinterher. Und Modest, ja, kommt da auch wieder recht frei zum Abschluss. Wieder ins kurze Eck. Giekiewicz hat das Nachsehen. Hier steht es 2:1. Wir schauen einmal eine Station weiter. Ja, hier dürfte es wohl keine große Veränderung mehr geben am Endresultat. Freiburg müsste zweimal zuschlagen. So sieht es momentan aber einfach nicht aus. Der VfL Wolfsburg macht es clever. Nistet sich nicht hinten ein. Aber jetzt vielleicht, das könnte ihn um die Ohren fliegen. Nils Petersen. In der Mitte ist Lukas Höhler. Petersen macht selber. Das muss er besser lösen. Normalerweise auch kein eigensinniger Typ. Da hat er vielleicht Höhler einfach nicht gesehen. Pongracic und Mbabu klären die Szene. Was für eine Möglichkeit in dieser Situation für Nils Petersen. Das 2:1 hätte hier dann doch nochmal Schwung reingebracht. Aber er vergibt diese Riesenmöglichkeit sträflich. Der SC Freiburg wird es verkraften können, aber wenn man hier am Ende die Möglichkeiten einfach so auslässt, dann tut's doch weh unterm Strich. 10 Minuten jetzt noch auf der Uhr und zwei Tore aufzuholen, nicht unmöglich. Wir haben es gerade gesehen, wie schnell es dann gehen kann, aber es wird nicht einfacher. Freiburg hat den Ball, wir wechseln. Düsseldorf ist hier stehend K.O. und auch in der Moral gebrochen. Das wird hier nichts mehr. Der BVB zu dominant, zu gut. Delaney, Sancho, Hazard! 0:3. 82. Minute, ja, jetzt ist endgültig wirklich alles gelaufen. Der BVB macht's richtig gut. Das 84. Saisontor mittlerweile, ein überragender Wert.
Und wenn die Bayern nicht wären, dann könnte man mit so einer Statistik sicherlich auch deutscher Meister werden. Aber der BVB bleibt dran. Sie wollen auch ihre restlichen Spiele gewinnen. Das hier ist 1 von 4. Da können sie einen Haken dran machen. Das wird nichts mehr für die Fortuna. Und wenn die Konkurrenz patzt und zugunsten der Dortmunder spielt, dann ist das wohl auch schon die Champions League Qualifikation hier am 31. Spieltag. Damit kann man mehr als nur zufrieden sein. Also, hier ist alles klar. Wir schauen nochmal in die Hauptstadt. Da ist es ja noch spannend. Und Frankfurt hat die Chance hier durch Bastos gerade gehabt, um zum Ausgleich zu kommen. Es folgte eine Ecke und diese Ecke führte zu dieser Ecke jetzt von der rechten Seite. Philipp Kostic lässt sich da ein bisschen Zeit, aber Gutding will schließlich auch Weile haben. Kostic bringt den Ball zum Tor hingezogen. Ein dicker, aber zu ungefährlich dieser Kopfball. Die Chance eben von Bastos, das wäre es gewesen. Das hätte es vielleicht sein müssen. Der Knackpunkt möglicherweise in dieser Partie. Die fahrlässige Chancenverwertung von Frankfurt. Nichts, was wir in dieser Saison nicht schon gesehen hätten. Stichwort 3:3 gegen Freiburg, wo man über 30 Torschüsse hatte und nur dreimal auf die Anzeigentafel kam. Frankfurt hat hier aber auf jeden Fall das Potenzial, nochmal eine Power zu entwickeln. Für die letzten Minuten Nachspielzeit wird es ja auch nochmal geben. Kamada mit dem Übersteiger. Tor in Köln. Wir gehen gleich nach Köln, schauen hier nochmal kurz drauf. Ab nach Köln. Deckel drauf. Doppelpack Anthony Modest. Und der erste FC Köln hält, da lege ich mich fest, die Klasse. Flanke von Kingsley Schindler auf Anthony Modest, der einläuft, zu spät dann Gegnerdruck bekommt und gegen die Laufrichtung von Gikiewicz einnickt. Da ist nichts zu halten. Und damit ist hier alles in Köln gesagt. Modest mit dem Doppelpack. 3:1 für den ersten FC Köln. Geht so in Ordnung. Und jetzt wollen wir nochmal Drama in Paderborn. Drama ist tatsächlich das perfekte Wort. Es gab gerade eine dicke Möglichkeit für den SC Paderborn. Jetzt kommt aber nochmal Bremen. Nachspielzeit bricht an. Finn, Bartels und Eggestein. Jetzt vielleicht nochmal den Ball in die Mitte bringen. Bartels. Der Ball zu Augustinsson. Querschläger von Augustinsson. Und der Ball ist im Tor. 92. Spielminute. Es ist nicht zu fassen. Das erste Saisontor von Maximilian Eggestein führte in der zweiten Minute der Nachspielzeit womöglich zum Auswärtssieg für den SV Werder Bremen. Es wäre der dritte Auswärtssieg in Folge. Zingerle ist sogar noch dran. Hat eine tolle Partie gemacht. Den wischt er sich ins eigene Nest. 90. plus 2. Eggestein. In dieser Saison aus allen Lagen gefeuert. Noch kein Saisontor. Und jetzt schlägt er hier ganz spät zu. Und das wird es wohl tatsächlich gewesen sein. Und das war's. Bremen gewinnt mit 2:1. Zieht nicht an Düsseldorf vorbei, aber ist jetzt punktgleich. 28 Punkte und der SC Paderborn hat nur noch die theoretische Chance, drin zu bleiben. 8 Punkte Rückstand in 3 Spielen kaum aufzuholen. Was für ein Finish hier in der Benteler Arena. Wir verabschieden uns aber aus Düsseldorf. Ja, und das 0:3, das tut logischerweise weh, aber was den Düsseldorfern möglicherweise heute noch mehr schmerzt, ist diese Kunde gerade gewesen.
Sie haben es mitbekommen. 92. Minute in Paderborn. Das 2:1 für die Gäste. Düsseldorf jetzt punktgleich mit Platz 17. Nur das bessere Torverhältnis. Das war's aus der Konferenz. Bleiben Sie am Ball. Der VfL Wolfsburg hatte am Samstagnachmittag den SC Freiburg zu Gast. Der VfL Wolfsburg sicherte sich spät das 1:0 gegen Werder Bremen und war auch hier in der Favoritenrolle. Sie lieferten hier von Beginn an stark ab. Roussillon mit dem Kopf zu Arnold, einmal weitergeleitet, da ist Xaver Schlager. Der macht in der 6. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Das zweite Saisontor für den Österreicher, vorbei an Schwolo, verdientes Resultat. Doch der SC Freiburg mauerte sich nicht hinten ein, kann ja die größeren Mannschaften immer wieder ärgern. Zuletzt gab es ein 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Hier verpasst Nicolas Höfler 10 Minuten etwa vor der Pause den Ausgleich. Die Riesenmöglichkeit hier für die Breisgauer. Im zweiten Durchgang weiterhin recht ausgeglichen. Der VfL Wolfsburg mit einem leichteren Plus auf der Habenseite und auch mit dem 2:0. 55. Minute, Wout Weghorst. Seine Mini-Krise, was die Tore angeht, gegen Bremen beendet und jetzt setzt er sein Tore-Schießen fort. Freiburg kämpfte bis zum Schluss. Es war aber einfach in letzter Instanz dann immer zu harmlos. Kuhn Castells noch einmal gegen Jonathan Schmid kann den Ball parieren, hält das 2:0 damit fest und leitet die Wölfe weiter auf den Weg Richtung Europa League. 2:0 gewinnt der VfL Wolfsburg verdient gegen den Sportclub aus Freiburg am Samstagnachmittag. Fortuna Düsseldorf ist unter enormem Druck. Jetzt ist auch noch der BVB zu Gast. Das Unterfangen wurde nicht einfacher. Eine halbe Stunde gespielt. Es trudelte so ein bisschen dahin, der BVB mit größeren Spielanteilen, das war abzusehen. Aber sie schafften es selten, sich mal nach vorne in den Strafraum zu spielen, weil Düsseldorf in der Defensive erstmal für Kompaktheit sorgen wollte. Die Lücken wurden aber größer. Delaney zu Sancho, 35. Minute, das 1:0 für die Gäste. Hochverdient, gleichmäßig, gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Fortuna Düsseldorf tat sich extrem schwer im Spiel nach vorne. Da kam nicht wirklich Gefahr auf für das Tor von Roman Bürki. Und der BVB machte weiter. Wieder Delaney. Hazard lange am Ball. Bleibt stehen. Hakimi quergelegt zu Sancho. Aber eine Abseitssituation. Die richtige Entscheidung. Beim Pass von Hazard steht Hakimi im verbotenen Raum. Aber davon ließen sich die Dortmunder kaum beeindrucken. Hazard mit der Ecke und ein sensationelles Tor von Julian Brandt. Steht da völlig frei an der Kante des 16-Meter-Raums und trifft den Ball. Perfekt, es war alles klar. Nur noch eine Frage der Höhe bei diesem Spiel. Nochmal der BVB. Sancho zu Hazard. Das 3:0 in der 82. Minute, dann auch ergebnistechnisch standesgemäß. Düsseldorf muss aufpassen, auch auf das Torverhältnis, verliert hier mit 0:3 und jetzt folgt nächste Woche das Spiel gegen Leipzig. Die Hertha musste den ersten Rückschlag unter Bruno Labbadia hinnehmen, 1:0 verlor man in Dortmund. Angesichts des Gegners aber ist eine Niederlage der alten Dame dort zu verkraften gewesen. Hier war es aber die Eintracht aus Frankfurt, die erstmal ablieferte. Blamabel zeigte man sich streckenweise beim 0:2 gegen den ersten FSV Mainz 05. Jetzt war man hier auf Wiedergutmachung aus in der Hauptstadt. Und es sah gut aus, was die Elf von Hütter hier machte. Philipp Kostic, 12. Spielminute. Die Anfangsphase klar
in der Hand von Eintracht Frankfurt. Das Spiel beruhigte sich im Anschluss und hatte dann erstmal relativ wenige Abschlüsse zu bieten. 0:0 dann folgerichtig zum Pausenpfiff. Hertha fand noch nicht so wirklich statt im ersten Durchgang. Das war doch etwas überraschend. Aber sie wurden jetzt im zweiten Durchgang besser. Alexander Esswein, Wladimir Dareda legt zurück zu Grujic. Schöne Parade von Trapp, der ist schnell unten und holt den Ball raus. Muss er aber auch, so platziert war der Schuss. Nicht wirklich. Piontek hier dann mit einem schönen Solo, wird ihm aber auch viel Platz gelassen. Wladimir Dareda nochmal zu Grujic. Frankfurt bekommt keinen Zugriff und da ist dann Lazar Samardzic. 71. Spielminute. Das erste Saisontor, das erste Bundesligator des jungen Linksaußen bei der Hertha. Und es war das Tor des Tages. Hertha gewinnt mit 1:0 gegen Frankfurt. Nicht unverdient, insbesondere nach verbesserter Leistung in Durchgang 2. Der erste FC Köln ist noch nicht ganz gerettet, aber gegen den ersten FC Union Berlin zu Hause wollte man die letzten Zweifel wegwischen. Union Berlin holte sich ein 1:1 gegen den FC Schalke 04, ist immer noch mitten drin im Abstiegskampf, aber sie stehen nicht schlechter. Vierte Spielminute, die erste Möglichkeit gehörte, aber den Geißböcken Jakobs mit dem Kopfball trifft hier nur das Ausnetz. Union Berlin mit einem der wenigen Akzente nach vorne. Grischa Prömel für den gesperrten Andrichter. Prömel legt nochmal rüber zu Gentner. 24. Minute, das 1:0 für die Gäste. Das zweite Saisontor für den Mittelfeldroutinier ist da relativ ungedeckt und schießt dann ein. Der zweite Durchgang nun von den Geißböcken aber noch besser geführt. Hector raus auf Keins. John Córdoba kann sich da drehen und wenden, wie er will. 13. Saisontor für den Kolumbianer. Da stellt sich die Defensive der Eisernen nicht gerade clever an. Und Köln wollte mehr. Und die Fans auf den heimischen TV-Geräten bekamen mehr. 72. Minute, die Partie war gedreht. Anthony Modest mit dem 2:1. Vorbei an Giekiewicz, hinein ins Glück. Die Schlussphase, Schindler mit der Flanke und die endgültige Entscheidung. 89. Minute, das 3:1 für den ersten FC Köln. Eine verdiente Führung, ein verdienter Sieg für den ersten FC Köln, der sich damit wohl letztendlich ganz sicher die Erstklassigkeit für die Saison 2021 sichern kann. Hier steht einiges auf dem Spiel in Paderborn. Der SV Werder Bremen zu Gast unter Druck, zuletzt wieder zwei Pleiten in Folge. Und der SC Paderborn, der ist spielerisch freudig und hier erfolgreich. 8. Minute, Sven Michel mit dem 1:0. Im Hinspiel erzielte er in der 90. Spielminute das entscheidende 1:0, das nach Videoassistent dann gegeben wurde. Der SVW brauchte eine Viertelstunde, dann aber wurden sie auch gefährlich. Sargent mit dem Abschluss, aber zu zentral getreten auf Leopold Zingerle. Der SV Werder Bremen aber übernahm jetzt das Kommando und der SC Paderborn wurde zu passiv. Osako raus zu Ludwig Augustinsson. Der zieht in die Mitte. Augustinsson zu Sargent. Das muss es natürlich sein. Zingerle aber mit einer super Parade. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der SV Werder Bremen weiterhin extrem mit viel Spaß am Fußballspielen. Klaassen, Bittencourt im Zusammenspiel. Nick Woltemade, 54. Das 1:1, hochverdient. Und Nick Woltemade, der junge Mann mit seinem Tordebüt in der Fußball-Bundesliga. Und Bremen machte weiter bis in die Nachspielzeit. Ein 1:1, vielleicht hier sogar zu wenig. Eggestein, Bartels mit der Flanke. Augustinsson, Querschläger rüber zu Eggestein und das 2:1. In der 92. Spielminute auch Eggestein mit seinem ersten Saisontor. Und was für ein wichtiges. Zingerle ist noch dran, wehrt ihn aber
ins eigene Tor ab. Für den SC Paderborn war es das wahrscheinlich. Der SV Werder Bremen ist jetzt mittendrin im Kampf um Platz 16. Das Topspiel des 31. Spieltags lautete FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach und die Fohlenelf. Im Hinspiel hatten sie die Bayern gezwungen und da wollten sie weitermachen. Hofmann mit dem genialen Pass zu Lars Stindl an den Pfosten. Stindl liegt quer. Hofmann 1:0 für die Gäste. Was für ein Auftakt in diese Partie. Das dritte Saisontor. Neuer geschlagen, der Ball ans Aluminium. Dann Stindl mit der super Übersicht und Hofmann. Diesmal schafft er es, den Ball im leeren Gehäuse unterzubringen. Der FC Bayern aber um eine passende Antwort bemüht. Gegen Leverkusen lag man ja auch früh zurück. Kingsley Coman. Gnabry kommt nicht durch, dann macht das selber. Und testet Jan Sommer. Die große Möglichkeit zum Ausgleich wäre hier schon durchaus drin gewesen, aber Jan Sommer ist auf der Hut. Borussia Mönchengladbach ruhte sich auf diesem 0:1. Auf diesem 1:0, aber nicht aus. Sie spielten weiterhin nach vorne. Pavard bekommt sich richtig geklärt. Thüram zu Neuhaus. Abschluss aber zu schwach. Manuel Neuer hält ihn fest. Noch 10 Minuten bis zum Pausenpfiff. Gladbach riskierte viel, ließ dann auch hinten ein paar Räume zu. Serge Gnabry mit der Hacke zu Kimmich. Thiago völlig frei. Thiago Ausgleich. 38. Minute, der Spanier mit seinem vierten Saisontreffer markiert den mittlerweile aber auch verdienten Ausgleich. Keine Chance für Jan Sommer. Eiskalt unten rechts abgeschlossen. Und die Bayern mit der Chance, die Partie vor dem Pausenpfiff noch zu drehen. Davis mit einem unnachahmlichen Lauf. Perisic, Ivan Perisic. Kopfball Goretzka gehalten von Sommer. Die Bayern mussten ja sowohl auf Thomas Müller als auch auf Robert Lewandowski gelb gesperrt verzichten. Dafür machten sie in der Offensive trotzdem ordentlich Alarm. Der zweite Durchgang, Freistoßmöglichkeit für die Bayern. Ivan Perisic legt sich den Ball zurecht, bringt ihn auf den zweiten Pfosten. Aber Stefan Leiner ist aufmerksam. Und hindert da seinen Kontrahenten am besseren Abschluss. Nur noch eine Viertelstunde zu spielen. Nicht mehr so ereignisvoll der zweite Durchgang. Die Bayern etwas näher dran am Führungstreffer. Benjamin Pavard. Die Flanke ist super. Goretzka mit dem Abschluss. Szene noch heiß. Coman, Kimmich kommt nicht durch. Gnabry scheitert an Sommer. Was für eine Szene. Erst der hier. Muss schon sitzen von Goretzka. Gladbach bekommt es nicht geklärt. Und Gnabry, hier allerspätestens muss es 2:1 lauten. Doch die Bayern möchten keinen Punktverlust in dieser Saison mehr hinnehmen. Thiago, Gnabry, Goretzka mit dem Pass zu Gnabry. Etwas unbeholfen die Szene. Da springt ihm der Ball etwas weit weg. Er macht das Beste draus. Wieder aber Endstation Jan Sommer. Die 90. Minute. Gelingt den Bayern der Lucky Punch. Gladbach mittlerweile will das 1:1 nur noch über die Zeit retten. Und es gelingt ihnen, weil sie Jan Sommer zwischen den Pfosten haben. Die letzte Szene nennenswerter Natur von Jan Sommer bereinigt und das ist das Bild der Partie. Jan Sommer in überragender Verfassung hält hier für Gladbach den Punkt fest, der über 90 Minuten hinweg gesehen auch gar nicht so unverdient ist. Der erste FSV Mainz 05 sammelte unfassbar wichtige 3 Punkte gegen Eintracht Frankfurt. Die Fuggerstädter hatten mit dem 1:1 gegen Köln zumindest einen Punkt gesammelt. Man hätte aber auch gewinnen können, gewinnen müssen vielleicht sogar. Hier war es ein starker Beginn des ersten FSV Mainz 05. 7 Minuten waren hier gerade mal von der Uhr und die Mainzer hätten in Führung gehen müssen. Der FC Augsburg fand sich dann aber auch langsam ein hier in der Opel Arena.
Saint-Just mit dem Ballverlust. Vargas und Niederlechner setzen nach. Vargas mit der Flanke, Niakate und Müller sind sich uneinig. Saren rennt Basé, sieht den aufgerückten Rani Khedira und der schlägt zu. 23. Spielminute, das hätte mehrfach verhindert werden können, dieses Gegentor, aber Augsburg schlägt zu. Die Mainzer aber spielerisch deutlich überlegen. Avoni, flacher Pass, rollt durch den Strafraum. Und Danny Latzer steht am zweiten Pfosten. 27. Minute, völlig frei, stiehlt sich da allen davon. Und den bringt er dann über die Linie. Und Mainz wollte mehr vorm Pausenpfiff. Jean-Philippe Mateta zu Robin Quaison. Einmal durchgesteckt, Levin Öztunali, Dankeschön. 2:1, fünftes Saisontor für den Rechtsaußen. Mainz dreht die Partie noch vor dem Seitenwechsel. 3 Tore haben wir bislang gesehen. Es war ein tolles Spiel in der ersten Hälfte. Und das Spiel sollte weiterhin alles dabei haben. Nun wieder der FC Augsburg. Roezo mit der schönen Seitenverlagerung zu Framberger. Saren Renbasé. Ganz einfach kann's gehen, wenn man keinen Gegnerdruck hat. 59. Minute, das 2:2. Sieht Müller auch nicht gut aus. Saren Renbasé bekommt aber eben auch überhaupt keine Gegenwehr. Und Augsburg war dran, das Spiel hier wieder zu drehen. Richter! Doch Florian Müller mit einer super Tat, Flanke von Vargas dann zu schwach. Aber das hätte hier schon das 2:3 sein können. Nun wieder Mainz. Weiter Ball raus auf Avoni. Weitergeleitet, etwas zu weit eigentlich, Quaison gegen Lute. Nur zweiter Sieger, aber Avoni steht dann richtig. Und Avoni am handlungsschnellsten. 3:2 für Mainz, Augsburg rückt die jetzt weit auf. Quaison zu Danny Latzer, schöne Aktion. Kein Abseits, Mateta, Lute kommt unbeholfen raus. Und das 4:2 ist in der 79. Minute die Entscheidung. Eine spektakuläre Partie endet am Sonntagnachmittag mit 4:2. Mainz war schlicht und ergreifend die torgefährlichere Mannschaft und somit können sie sich diese 3 Punkte und damit vielleicht schon den vorzeitigen Klassenerhalt hier sichern. Zum Abschluss des 31. Spieltags hatte der FC Schalke 04 Bayer Leverkusen zu Gast und die Königsblauen knüpften an ihre negativen Leistungen aus den vergangenen Wochen und Monaten an. Sie bekommen die Pille hier überhaupt nicht geklärt. Nutznießer bereits in der 4. Minute ist Charles Arangis. Mehrfach gab sie die Möglichkeit, den Ball zu klären, aber sie machen es nicht. Baumgartlinger dann mit der Hacke zu Arangis, der schließt unwiderstehlich und unhaltbar für Nübel ab. Etwas über eine Viertelstunde gespielt, Leverkusen hatte hier richtig Lust am Fußballspielen. Bailey mit der Hereingabe, Lucas Alario 0:2 und so schnell kann es dann gehen. Schalke mit einer unfassbar schwierigen Ausgangslage jetzt. Sie kam gegen Union Berlin immerhin nach einem Rückstand zurück, da stand es aber auch nur 1:0 und man profitierte von einem Sonntagsschuss von Jonjo Kenny. Und Kenny leitet die nächste Szene ein auf Benito Rahmann. Der bekommt viel Platz und schließt ab. 23. Minute, immerhin mal ein Abschluss. Radetzky ist aber aufmerksam und hält den Ball. Sieht hier deutlich besser aus als noch bei der 2:4 Niederlage gegen die Bayern. Und die Königsblauen, plötzlich spielten sie Fußball. Matondo zu Gregoritsch. Radetzky mit der nächsten Parade hält hier erstmal das 2:0 fest. Es wäre der Anschlusstreffer definitiv darstellbar gewesen für die Gastgeber. Es ging aber mit dem 0:2 erstmal in die Katakomben. Besonders den Start verschliefen hier die Königsblauen und so muss man dann mit den Konsequenzen leben und 2 Tore im zweiten Durchgang noch irgendwie aufholen. Die Chancen waren aber tatsächlich da. Alessandro Schöpf zu Benito Rahmann. Doch Radetzky hatte einen seiner besseren Tage erwischt. 49. Minute,
Super Reaktion. Hier im kurzen Eck ist er aufmerksam, fährt die linke Pranke aus und holt den Ball noch raus. Knapp 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Leverkusen jetzt auch endlich mal wieder mit einer Offensivaktion. Kevin Volland, Alario, Arangis. Schönes Kurzpassspiel. Baumgartlinger zu Diaby. 57. Minute. Moussa Diaby aber auch im Abseits. Korrekt gesehen vom Assistenten. Den Schalkern lief nun die Zeit davon. Und mittlerweile hatte sich Bayern 04 Leverkusen auch wieder gut gefangen. Baumgartlinger im Strafraum geht da fast spazieren. Diaby quergelegt zu Alario. Nübel nochmal mit der Parade. Das wäre die vorzeitige Entscheidung gewesen. Aber im Endeffekt sprang nicht mehr viel für den FC Schalke 04 raus. So müssen sie sich 0-2 geschlagen geben. Es war kein schlechtes Fußballspiel von Schalke, aber sie haben keine Tore erzielt. Jo, das war's dann noch wieder mit dieser Prognose. Lass doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, würde mich auch extrem freuen. Ansonsten danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.